Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Live-Projekt zusammen mit dem McManus in Team King Biceps. Yo, moin! Und im Gegnerteam? Nur Luschen. Genau. So, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Nur Luschen. So. Dann lassen wir das so stehen. So, genau. Dino, wir müssen spritzen. Ja, auf die anderen. So, auf jeden Fall müssen wir definitiv Team Gut Bierhals im Auge behalten. Definitiv müssen wir die im Auge behalten. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil... Achso, hallo. Hallo, was los? Ich bin heute ein Mitarbeiter von Ihnen. Oh, wir haben verloren. meine Frage, es steht eine Aufgabe offen, dass ich Pflanzenschutz... Ja, soll. Ja, ZZ. Ah. Ja, aber welchen Traktor soll ich denn da nehmen dafür? Warte, dann nimm den hier mit Pflege. Hier, guck mal, du stehst da neben dran. Standest. Das ist David, gut. Ja, hier. Ja. Dann nimm den. Tino hier, die Ballenwickler und so, war das alles noch von uns? Das ist alles von uns, was da unten steht. Da müssen wir jetzt mal runterdüsen. Was willst du? Du machst jetzt Pflanzenschutz, ja? Ja, ich mach Feld 12 weiter. Okay. Ja, okay, dann bin ich wieder unten. Warte mal, Pflanzenschutz? Ja. Feld 13 auch, bitte. Ja, okay. Also, aber fang mit Feld 12 an, bitte. Ja. Also eigentlich alle Felder. Ach, du siehst ja selber, wo Unkraut raus ist, ja, genau. Oder? Gut, danke dir, super. Ein bisschen Hobby. Ja. Selbstständig arbeiten. Wenn du siehst, das andere Feld kriegt jetzt auch Unkraut, komm nicht hier hoch und frag, ja. Spritz da drüber. Mach, Lotte! Ja, ich weiß. Nein, ich wollte gut. Nur fragen, weil da kein Traktor steht. Alles gut. Na dann. Reingehauen, abgegrüßt. So. Ja, ciao. Ich fahre jetzt runter, hol das Zeug. Was machst denn du? Muss noch irgendwas gedüngt werden? Was ist überhaupt mit der Parzelle? Warum gehört die denn nicht uns? Ja. Warum liegt da Stroh? Warum hast du nur eine Maske auf? Manuel hat den Server verlassen. Alles klar, ciao Manuel. Manuel arbeitet nicht bei uns, das ist schon mal gut. Achso, du machst hier den Presserino. Ja. Dann machst du. Boah, sau, warum leckt denn das so, ey? Sau, warum leckt denn das so? Na, das kann ja was werden heute hier, ey. Ja. Ist Hardcore-Server-Test. Dedicated Server, 16 Slots belegt. Alles, was geht. Leute, ich bin leider ein bisschen im Hochstress. Das Problem ist, dass stündlich wir Mitarbeiter zur Verfügung, um die Arbeit bei mir auf Partei 21 fertig zu machen. Ja, moin. Was wollte ich sagen? Weil meine Frau einfach stündlich entbinden kann. Wenn ihr das Video seht, ist vielleicht sogar schon entbunden. Das ist das Problem. Ne? Die liegt hochschwanger und ja. Ich hoffe, wir kriegen die Folgen noch durch. Letzte Aufnahme dieses Jahr. So, ich habe mir aufgeschrieben. 300.000 Subventionen für Parzelle 14. Hafer am Team Bier für 1250 die Tonne. War übrigens unser... Warte mal, ganz kurz. Was ist, Robby? Ich muss mal ganz kurz... Pflanzenschutz ist leer. Soll ich das beim Händler holen? Ja. Pflanzenschutz ist leer? Ja. Brauch es beim Händler. Ja. Wo willst du es uns herkriegen? Auf so Wiese? Kann ja sein, dass hier noch irgendwo was rumsteht. Ich lasse ja den armen Junge jetzt in Ruhe. Muss wir ihn müssen noch nicht Latte so... mal machen, dass wir hier auch mal ein bisschen hier vorwärts jetzt kommen. Ja, ich kauf dir Pflanzenschutz und ja. Okay. Steht dort, hol dir beim Händler ab. Bin mal kurz beim Händler. Hallo! Hallo! Guten Tag, darf ich kurz stören? Können Sie vielleicht zwei Behälter Pflanzenschutz zur Verfügung stellen? Wir haben ganz wenig Zeit und müssen weitermachen. Pflanzenschutz brauchen Sie. Ja, zwei Behälter Pflanzenschutz, das wäre lieb. Okay, dann kann ich das kurz. Dankeschön, da kommt gleich ein Kollege vom Lohnunternehmen vorbei, der würde das laden, ne? Der kommt mit so einem Feld mit Pflegebereifung. Okay, perfekt. Ja, ich kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Preis. Hallo, oh. Ein Wunderschön. Das muss ich mit meinen Kollegen abklären, weil wir haben gesagt, wir machen hier nichts, ohne dass irgendjemand anderes Ticks weiß. Aber was machen wir? Da. Dann ist ja gut, dass sie gerade beide da sind. Genau, ist es möglich, dass sie mir Stroh liefern? Nur wenn sie die Maske aufhaben. Ha! Nein, das war jetzt ein ganz schlechter Witz. Und wenn ja, zu welchem Preis?
Ich muss ganz kurz überlegen, ob wir Stroh haben. Ja, haben wir. Ein ganzes Feld liegt hier voll. Weiß nicht. Also ach so, wir haben noch Stroh? Ja. Gut, das kommt drauf an, wie viel. Also das ist leider immer so ein bisschen abhängig, wie viel sie brauchen. Was könnten sie denn liefern? Was wäre denn so ihre Minimalgrenze? Ich meine, ich habe jetzt hier meine 3 Pferde endlich nach Felsbrunnen holen können. Die möchten natürlich auch ein bisschen Stroh haben. Ja, verstehe ich. So viel bräuchte ich da jetzt nicht unbedingt. Aber wenn... Na, wäre es wahrscheinlich... Wird es wahrscheinlich reichen, wenn wir 1-2 Ladewagen liefern, oder? Einer wahrscheinlich schon. Ein Ladewagen. Ja, ein Ladewagen könnten wir für 2.500? Ja, das klingt doch fair. Finde ich in Ordnung. Okay, super. Dann bringen wir den direkt runter, ja? Ja, gerne. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, hier wird... Ich wickel fleißig. Ich glaube, wir haben 1.400 für den letzten bekommen. Da passt das, oder? Ja, ich bin hier fleißig am Pressen, Tino. Wir spulen noch gleich. Sind wir fertig angesät? Nein. Ja. Nein. Warte. Ja, aber wir sind nicht fertig gedüngt und Unkraut ist ja auch noch hier überall drauf. Ja, der ist aber schon unterwegs. Der ist ja schon unterwegs mit dem Unkraut. Der fährt ja schon drauf jetzt. Der fährt schon drauf aufs Feld. Der brauchen wir jetzt auch, dem brauchen wir jetzt keine Dings machen. Der fährt gerade aufs Feld und fängt an mit Spritzen. Schneller geht's halt nicht. Was willst du machen? Aber wir brauchen jemanden, der das Stroh hier wahrscheinlich mit abfährt. Oder die Beinwege, dann mache ich das selber. Ich gehe mal runter. Hallo, darf ich ganz kurz stören? Hallo. Ja. Wir bräuchten einen Mitarbeiter. Mhm. Einen Mitarbeiter, der Stroh abfährt. Und Feld? Feld 11. Feld 11 Stroh abfahren und der erste Ladewagen, der voll ist, müsste bitte zur Bürgermeisterin geliefert werden. Direkt an die an den Pferdestall. Okay. Alle anderen Ladewagen ganz normal verkaufen. Ja, wird nächstens damit begonnen. Mit einer Maschine von Ihnen nehme ich mal an. Genau, steht alles bereit. Okay. Es wäre schön, wenn der Kollege, der spritzt, mal guckt, ob er eventuell 20.23 Uhr gehen wir leider in die schnelle Phase über, ob der bis dahin das gespritzt kriegt. Ich weiß, der tut sein Bestes, aber das mal wirklich nochmal versuchen, alles rauszuholen. Und wenn der Kollege fertig ist, wäre es schön, wenn der Stroh mit abfahren würde. Also mit 2 Ladewagen dann quasi. Dass beide Ladewagen im Rennen sind. Jo. Ja, gut, super, dankeschön. Gut. Alter, was machst du überhaupt? Ich habe jetzt aufgehört mit Ballenpressen, ich dünge die Felder, das ist wichtiger. Fahr mal. Wir müssen. Ja, super, wir müssen den Drescher abtanken. Warte, ich hol die Anhänger. Und erstmal Dünger. Wir sollten noch einen Auftrag annehmen mit Traktor. Wir haben zu ganz wenig ehrlich, Traktoren. Wir haben wirklich zu wenig Traktoren, ja. Gibt es einen Auftrag mit Traktor? Scheiße, wo stehen die Anhänger? Warte mal, wo stehen die Anhänger hin? Hä? Ach, da hinten. Ich wäre wahnsinnig. Wir müssen unbedingt mal Ich habe hier einen Auftrag mit Transportieren. Da können wir erstmal den genommen. Da bekommen wir zwar nur 506 Euro für, aber. Was haben wir da für einen Traktor? Wird mir nicht angezeigt hier. Nichts transportieren. Nee, das machen wir mit unseren. Ja. Ich habe hier ein. Was ist das hier? Ich habe hier ein Feld mit einem Fendt. Welchen Fendt? Kann ich dir nicht sagen, ey. Ah, komm, ich guck selber. Mach mal weiter. Klasse. Feld 7 ansehen. Haben wir einen Dünger? Oh, wir haben einen Düngerauftrag aktiv noch. Feld 23. Den müssen wir noch abschließen. D
Den müssen wir mal noch abschließen. Gut. Wichtig ist, dass wir jetzt keine Hektik, keinen Stress machen, sondern easy peasy lemon squeezy. Alles cool. Ich habe unten nochmal gesagt, dass wir bitte bis 20.23 Uhr die Fette fertig kriegen mit Unkraut. Weil gedüngt kriegen wir sie noch einmal. Aber das Unkraut kriegen wir dann nicht mehr weg. Und das Unkraut nicht mehr wegkriegen heißt halt Ernteverlust. Und da haben wir keinen Bock drauf. Und deswegen gibt er sich wirklich Mühe. Ne? Ja. So. Gut. Okay, perfekt. So, aber wenn wir ruhig arbeiten, denke ich, sind wir produktiver, wie wenn wir jetzt hier große Hektik oder Stress raushinlassen. Des Weiteren, wie gesagt, müssen wir sowieso schauen. Wir wissen auch, vielen Dank für die ganzen Kommentare an der Stelle. Wir wissen auch, dass das Team, dass die anderen Teams einen Pferdehof subventioniert bekommen haben, wahrscheinlich noch oder so, keine Ahnung. Ja. Aber das können wir eben nicht ändern. Das ist halt das Problem. Machen wir das jetzt eigentlich hier mit den Schafen oder nicht? Weil dann würde ich die ganz gerne uns mal ins Büro holen, dass wir das mal durch jetzt hier kriegen. Umso eher wir es haben, umso mehr Geld bekommen wir. Umso eher Geld bekommen wir. Ja. Wenn du jetzt sagst, wir machen es nicht, dann wird geschissen, aber. Ja, ja, sicher. Wir müssen auch Kredit bezahlen, ne? Wie viel müssen wir bezahlen? 20.000. Nächsten Tag. So, das passt auf jeden Fall. Boah. Du bist fertig, Freezy? Also ich kann ja gar nicht düngen. Die nächste Wachstumsstufe abwarten. Ja, moin. Ja, dann press weiter, was weiß ich. Ja, ja. Guck mal, wer ist denn die eigentlich fertig geschwadert? Ja, ne? Nee. Oben am Feld muss noch geschwadert werden, aber ich dachte mir. Pressen, dann kannst du schon mal wickeln, so kommt keiner in. Ja. Oh, hier ist 100% gedüngt. Da läuft, da muss nur das eine Feld gedüngt werden. Ist ja nicht geschwadert. Oh. So, gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, ja, mit den Schafen, da gab es sehr geteilte Meinungen in den Kommentaren. Da haben einige geschrieben, Schafe bringt euch gar nichts. Andere haben geschrieben, macht das mit den Schafen und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Schafe sind halt ein Selbstläufer. Ja, also, die Schafe laufen halt. Also, die hast du halt und ich meine, wenn wir sie subventioniert bekommen, wäre es eigentlich egal. Dann könnte man sie ja nehmen. In dem Sinne. Ja, und wir haben eine Parzelle. Ja, ja, und wir brauchen Wasser und Dings halt. Ja, guten das Tag. Problem. Moin. Eine Frage, wo soll das restliche Stroh hin bei der Bürgermeisterin? Verkauft. Geht nichts mehr rein. Verkauft werden. Achso, welches restliche Stroh? Was ich zu der Bürgermeisterin fahren sollte. Dieser eine Ladewagen? Ja. Den Rest vom Ladewagen bitte dann davor kippen. Weil, Frau Sonneberg? Darf ich nochmal eine Sekunde stören? Wie viel war es nochmal, was Sie fürs Stroh wollten? 2500 für den Ladewagen. 2500. Genau. Dass ich das gleich fertig mache. Ja, der Kollege hat auch schon befüllt und würde dann den Rest davor kippen, was nicht mehr reinpasst. Ja, supi, das ist ganz lieb. Jo, passt. Dankeschön. So, sehr schön. Mika? Ja. Gut. Was wollte ich sagen? Ja. Also die brauchen ja auch nur Stroh und Wasser, ne? Gras und Wasser, ne? Das ist es. Wenn wir Kühe machen, haben wir auch die Technik für, aber. Kühe ist zu aufwendig. So, ich habe das hier mal versucht, ein bisschen zusammenzuschwadern jetzt.
Okay, gleich wird gespult. Wie ist der Unkrautstand? Fahr mal hier hinter mir her. So, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier werden einige Silagebeine rauskommen, das ist das Schöne. Das heißt, da werden wir ein bisschen was gut machen. Also das Feld hier sieht unkrautfrei aus. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Das andere Feld. Fakt ist halt eins, wir müssen auf große Maschinen... Also wir werden in der Landwirtschaft bleiben, das steht fest. Diesen Pferdegrimmskram sollen die anderen machen wegen mir, ist mir wurscht. Und ja... Aber wir überlegen halt immer noch, ob wir halt auf Schafe gehen oder nicht. Na? Gehen wir auf Schafe oder gehen wir nicht auf Schafe? Du musst aber dran denken, wir haben dann aber auch die Parzelle, ne? Naja, aber die Parzelle kriegt man nicht mitsubventioniert. Aber mit dem Kredit, den wir noch kriegen. Ja, ja. Also die Parzelle müssen wir zurückzahlen, die Parzelle müssen wir zahlen und die Schafe werden Subventionen. Der Schafstall. Wir sollten aber an das, an die 10% nochmal vielleicht arbeiten. Zurückzahlen? Nee. Für die Wolle, die wir abdrücken müssen, an Wolle der Welt da oder was. Hm. Wir sagen 5%. 10%? Das war doch mehr. War das mehr? War das nicht von 5 Paletten eine? Oder denke ich das jetzt nur? Bin mir jetzt nicht sicher. Müssen wir die Tante nochmal fragen? Ich hatte mich auch geschrieben. Ja. Ich sag dir, denen ihre Pferde, die haben sowieso alle Milben, ey. Normalerweise müsste das Veterinäramt anrufen. Ist doch wahr. Ja, was ist hier los? Also in der nächsten Folge werden wir das mit der Bürgermeisterin nochmal klären. Schreibt uns gerne nochmal drunter mit den Schafen. Das Problem ist, wir werden es zu spät lesen, das kann ich euch gleich versprechen, weil wir eben im Voraus aufnehmen, weil Ansgar über die Weihnachtsfeiertage nicht da ist. Und ja, that's it. Aber schreibt uns wirklich nochmal spaßhalber drunter, dass wir nochmal sehen, wie eure Meinung dazu war. So. Meines Erachtens sollte es das gewesen sein. Anfrage akzeptieren. Für sie hast du? Ich habe angenommen, ja. Oh krass, es funktioniert doch. Krass. Ja, perfekt. Gut. Ich würde nur mal interessieren, was mit Ende ist. Synchronisiert gerade danach. Der Sound backt auch, ey, Alter, das ist zu krass. Shit. Nee, nicht shit. Alles cool. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Reingehauen, ciao.